Moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You, eurem YouTube-Koi-Blog. Sehr viel Regen hat uns hier im März, Anfang März überrascht, aber nichtsdestotrotz habe ich mich entschieden, meine Bonsai wieder herauszuholen. Denn das Wetter ist doch deutlich über der Frostgrenze angekommen. Es hat hier schon schöne Temperaturen, teilweise 7, 8 Grad nachts und tagsüber sogar schon mal bis zu 14, 15 Grad. Und da dürfen die Bonsai ruhig mal wieder raus. Sie wurden im Winter jetzt auch nicht gegossen. Doch einmal habe ich sie gegossen. Und jetzt durften sie auch mal wieder richtig Wasser tanken und letzten Endes sich mit der Sonne wieder ein bisschen versöhnen und treiben dann natürlich hoffentlich auch bald wieder aus. Ihr seht, mein Teich ist immer noch abgedeckt. Das Regenwasser wird gut abgehalten durch die Doppelstickplatten. Letzten Endes wird natürlich auch die Temperatur gehalten, aber der ganze Regen hat ja den Garten ordentlich aufgeweicht. Hier haben wir dann einen meiner Frühblüher, das ist so ein Mix Azalee und Rhododendron. Der blüht tatsächlich schon aus dem Februar heraus, ist dann aber relativ schnell wieder vorbei und das ganze Jahr über eigentlich dann relativ unspektakulär. Hier seht ihr dann meine Koi aktuell, wenn man die Luke aufmacht. Das war jetzt Anfang März und natürlich bekommen sie auch alle paar Tage ein bisschen was zu fressen. Es hatte hier so 7 bis 8 Grad im Teich gehabt und ich habe weiterhin nur einmal die Woche gefüttert, meistens am Wochenende, weil in der Woche war es meistens immer dunkel, wenn ich aus dem Haus bin und wieder hereinkam. Hier seht ihr übrigens den Mokashi, der hat sich eigentlich ganz gut gemacht, der hat sich wieder gefangen, die Schuppen haben sich wieder angelegt, der Koi schwimmt und er sucht auch wieder nach Fressen. Das ist natürlich eine super Sache. Tja, Anfang März, 1, 2, 3, 4, 5 Tage in den März hinein, habe ich es dann nicht mehr ausgehalten. Meine Abdeckung ist runtergekommen. Wir hatten ja ein paar sonnige Tage und wie eben schon erwähnt, ist es nachts nicht mehr frostig. Und da ich meinen Teich ja sowieso relativ kalt überwintere, relativ nah an der Außentemperatur, habe ich mich dazu entschlossen abzudecken. Und letzten Endes hat das dann auch keine großen Auswirkungen auf die Teichtemperatur. Die Koi hat es auf jeden Fall gefreut. Die haben hier gleich erstmal ein bisschen Rabatz gemacht, sind hier durch den ganzen Teich geschwommen. Hier nochmal der Mokashi. Ja, die Stelle am Kopf immer noch nicht so wirklich schön. Aber ich denke, das wird mit der Zeit zuwachsen. Der Fisch macht einen sehr gesunden und munteren Eindruck auf mich. Ebenso wie alle anderen Kollegen hier im Teich. Die wollen jetzt wieder richtig Futter haben, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Natürlich werde ich da auch noch ein bisschen halblang machen müssen. Denn solange die Temperaturen noch um die 8, 9 Grad liegen, sollte man sehr behutsam füttern. Unter der Teichabdeckung hatte sich dann tatsächlich so ein Baumpilz an der Randabdeckung gebildet. Das feuchte Klima unter den Doppelsteckplatten ist hier tatsächlich ein gutes Klima für Pilze, wie es scheint. Also ein neuer Randbewohner des Teiches. Und hier vorne die Koi, richtig, richtig gut drauf. Immer sehr neugierig auch, wenn man an den Teich kommt. Sie betteln wieder richtig, obwohl sie das die letzten Wochen eigentlich gar nicht gewohnt waren. Und einen weiteren Bewohner habe ich dann tatsächlich auch noch entdeckt. Und zwar hier diesen kleinen Marienkäfer. Auch der ist aus seinem Winterquartier nun wieder aufgewacht. Doch jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Videos. Und zwar geht es hier um das große, große Aufzuchtprojekt von das Koi-Futter. Das Koi-Futter, das ich hier tatsächlich selbst vertreibe. Und ich habe das hier für euch mehrere Monate dokumentiert. Schon seit Anfang, Mitte 2019 haben wir hier bei einem Bekannten eine Aufzucht betrieben mit doch sehr unterschiedlichen Koi. Indoor hier in einer Hälterung. Und ich werde euch gleich einige Koi vorstellen, die hier in dieser Hälterung schwimmen und natürlich auch deren Entwicklung. Denn diese habe ich hier mehrfach festgehalten. Ich war die letzten Monate immer mal wieder vor Ort und wir haben einige Koi herausgeholt, fotografiert und natürlich auch auf Video festgehalten. Und da werde ich euch gleich einen schönen Mix zeigen von Koi, wie sie sich entwickelt haben. Die Hälterung ist hier, wie ihr sehen könnt, so ein rechteckiges Becken. Oben drüber hängt ein Rieselfilter, habt ihr eben schon gesehen. Und weiterhin wird hier mit einem Vorfilter gearbeitet, einem Fließfilter.
und danach kommt eine große Biotonne, die mit Helix-Filtermaterial gefüllt ist und danach folgt nochmal ein Japan-Mattenfilter. Es gibt ja auch einen Sauerstoffkonzentrator als Absicherung für so eine Indoor-Hälterung und letzten Endes ist das hier eine sehr wohlbehütete Hälterung, dass den Koi auch nichts passieren kann. Und dann geht's gleich los. Fangen wir an mit einem Chagoi. Und zwar war ich hier letztes Jahr bei LA Cool Waters und mein Bekannter hatte sich entschieden, hier einen Chagoi zu erwerben. Und das ist dann im Mai gewesen und im August habe ich mich doch glatt erschrocken. Das Tier hat ordentlich zugelegt. Schon 45 cm und auch ein richtig heftiges Volumen aufgebaut. Und als wir dann im Oktober angekommen waren, haben wir den Koi natürlich auch wieder in die Wanne gesetzt. Sieht erstmal nicht viel anders aus. Auf jeden Fall ein sehr mächtiger Fisch aus der Tanaka-Blutlinie übrigens. Müsst man auf die Webseite von LA Cool Waters gehen. Dort gibt es auch andere Bilder von Fischen der Tanaka-Blutlinie. Die sind alle so voluminös im Körper. Wollen wir doch mal gucken. Er hat wieder zugelegt. 55 cm im Oktober. Nochmal 10 cm draufgepackt. Und das ist der Fisch jetzt im März 2020. Und natürlich waren wir auch wieder gespannt, ob das hier bei dem Kollegen so weitergeht. Der Fisch ist übrigens nicht fett. Das denkt man vielleicht im ersten Moment, aber er hat keinen Bauch in dem Sinne. Er ist ein sehr hoher Fisch und ein sehr breiter Fisch. Und er hatte im März dann 59 cm. Das ist übrigens ein Nisser jetzt, also ein zweijähriger Fisch. Und hat eine gewaltige Größe erreicht. Auf jeden Fall, ein extremes Beispiel, was hier mit das Koi-Futter möglich ist. Dann kommen wir hier zu einem Beko, männliches Tier, Züchter Takano von Dainichi Europe, erworben von mir persönlich. Anfang Oktober hatte dieser Koi 48 cm. Das ist schon eine ganz ordentliche Größe für so einen Kollegen hier. Und wir haben ihn dann natürlich weiter verfolgt, weiter vermessen. Und im Oktober wollten wir dann sehen, ob dieser Koi auch gut zugelegt hat. Und tatsächlich hatte er 50 cm. Na, kann man sagen, das Wachstum ist nicht besonders heftig. Aber es ist natürlich auch nicht jeder Koi, der so ein heftiges Wachstum hinlegt. Ich habe ja gesagt, ich möchte euch hier einen Mix zeigen. Unterschiedlichster Koi, unterschiedliche Varietäten und letzten Endes, wie die sich hier mit das Koi-Futter entwickeln. Im März 2020 hatte er dann 53 cm. Damit ist es immerhin immer noch kein kleiner Nissei, sondern schon ein ziemlich großer Nissei mit über 50 cm. Auf jeden Fall ein super, super Fisch. Aus meiner Sicht ist ja auch mein Fisch. Und jetzt kommen wir zu einem Showa. Männliches Tier vom Züchter Dainichi. Auch als Tosa erworben im Juli 2019 mit 28 cm. Im August hatte er dann 35 cm. Und natürlich wollten wir ihn im Oktober dann nochmal vermessen. Und hier seht schon, wir zeigen da so ein bisschen drauf. Ihr müsst mal auf die Schwarzentwicklung achten bei diesem Koi. Das nimmt ja von Monat zu Monat zu. Da ist doch eine ordentliche Entwicklung bei. Und dann im Oktober hatte er 41 cm. Das Schwarz auf jeden Fall deutlich zugenommen. Und jetzt hier im Dezember auch nochmal ordentlich zugelegt. Eine sehr schöne Entwicklung, auch sehr schön auf dem Körper angelegt. Und die Größe im Dezember dann 47 cm. Richtig fett und krass ordentlich gewachsen, dieser Koi. Und auf keinen Fall fett geworden. Der Chagoi ganz am Anfang hat natürlich ein mega Volumen. Aber wie gesagt, das liegt auch ein bisschen an der Blutlinie und natürlich auch daran, wie gefräßig hier einzelne Koi sind. Chagoi hauen natürlich ordentlich rein. Aber wie ihr hier sehen könnt, im März 2020 hat auch dieser Showa ordentlich zugelegt. 51 cm hat er jetzt und ordentlich Body aufgebaut. Auch das aus meiner Sicht ein super duper tolles Tier. Recht günstig erworben, aber super entwickelt. Kommen wir zu einem weiteren Showa. Diesmal ein weibliches Tier, auch von Dainichi. Mit 23 cm erworben, auch über die Auktion von Dainichi Europe bei Harald Bachmann also. Und er hatte dann im Oktober 44 cm. Von Natur aus ist dieser Fisch schon ein bisschen breiter aufgestellt. Ihr seht da schon, sehr breiter Kopf, wirkt auch schon relativ voluminös, auch als junger Koi noch. Und im Dezember hatte er dann leider nur 1 cm zugelegt. Ihr seht, auch das Koi-Futter kann nicht zaubern und aus jedem Koi einen großen Koi machen. Nichtsdestotrotz wollte ich euch die Entwicklung dieses Koi nicht vorenthalten. Denn auch hier hat der Koi letzten Endes immer weiter schwarz geschoben. Ihr werdet es gleich sehen.
Und ich finde auch, der hat sich trotzdem super entwickelt. Ihr müsst berücksichtigen, dass es hier teilweise auch recht günstig erworbene Fische sind. Aber ich fand gerade das macht das hier sehr interessant, weil, ja, ich weiß es einfach auch aus erster Hand, nicht jeder kauft sich High-Quality, super teure Koi, sondern die Mehrheit von uns Koi-Haltern hat eben relativ normale Koi. Und nichtsdestotrotz hat er jetzt im März 2020 48 cm ordentlich Volumen und viel mehr Schwarz hat er nun auch drauf. Ich finde auch das ein super Ergebnis. Definitiv kein kleiner Koi als Nissei, sondern ein recht ordentlicher Nissei. Ein schöner, schöner Showa. Dann hier ein Deutz-Karashi, weiblich von Yamazaki von der O-Fisch GmbH Koi-Shop erworben. Im Juni schon mit 47 cm gekauft, als Nissei allerdings, und hat dann im August 55 cm. Auf jeden Fall richtig heftiges Längenwachstum. Ist natürlich auch ein Karashi, die sind ja sehr, sehr wachstumsfreudig natürlich auch. Und dann jetzt hier im Oktober waren wir natürlich gespannt, ob das hier so heftig weitergeht bei diesem Kollegen. Ob der Karashi wieder gezeigt hat, was hier in seinen Genen steckt. Und tatsächlich, na, wollen wir nochmal richtig anlegen, hatte er 61 cm. Ihr habt eben gesehen, die Schwanzlosse war bei 60 cm. Ihr müsst aber einen draufrechnen, weil das Maßband vorne nicht richtig eingeklebt ist, sondern da fehlt ein Zentimeter. Ja, das bitte bei allen Messungen hier berücksichtigen. Nichtsdestotrotz habe ich mit der Kamera natürlich draufgehalten, dass mir hier keiner sagt, wir würden hier uns die Größenangaben nur ausdenken. Das könnt ihr hier selber nachvollziehen. Und wir wollen das hier auch schön transparent halten, wie sich Koi mit das Koi-Futter hier entwickeln können. Und im März hatte er dann 65 cm. Allerdings hat er eine ordentliche Wampe aufgebaut, ist auch ein Vielfraß. Ich glaube, dieser Kollege könnte ruhig mal ein bisschen abspecken. Nichtsdestotrotz ein super, super Längenwachstum und eine schöne Entwicklung. Ein weiterer Showa, diesmal ein weibliches Tier von Dainichi. Dieser Koi hatte, als er erworben wurde über die Auktion, 30 cm. Hat allerdings schon damals ein sehr intensives Schwarz obendrauf gehabt, ein sehr intensives Sumi und ja, eigentlich auch eine schöne Körperform. Und wir waren auch sehr gespannt, wie das hier weitergeht, vor allen Dingen auch mit dem Längenwachstum und auch mit der Schwarzentwicklung. Am 22.08. hatte er dann 41 cm, also ordentlich zugelegt an Größe. Und ich finde, ihr seht auch, dass das Koi-Futter auch auf die Farbentwicklung definitiv positiv sich auswirken kann. Wir haben hier ein sehr reines Weiß vor allen Dingen auf den Koi, denn das Koi-Futter enthält keine farbverändernden Bestandteile. Und dafür, dass der Koi hier indoor schwimmt, also ohne echtes Sonnenlicht, finde ich, ist das Rot auch noch sehr stabil, auch wenn es jetzt relativ orange wirkt. Wir hoffen natürlich, wenn der Koi dann in den Teich kommt, und das wird er definitiv, dann wird das Rot auch noch mal intensiver werden. Im März 2020 hatte er dann 48 cm, also auch fast die 50 geknackt, als frischer Nissei. Und das ist doch, denke ich, auch eine super Größe. Viel besser geht es doch eigentlich kaum. Und auf jeden Fall ein Fisch, der sicherlich auch in den nächsten Jahren noch wirklich Spaß machen wird. So, und jetzt kommen wir zu einem Kohaku. Und zwar ist das auch mein Kohaku. Wie der Beko gehört auch dieser Kohaku mir. Ich habe den auch bei Dainichi Europe erworben. Hier leider war ich beim sozusagen beim Import nicht dabei. Mein Bekannter hat das für mich gefilmt und er hatte ihn mit 48 cm gemessen, als er ihn abgeholt hat. Und das ist übrigens ein Nissei, ein recht großer Nissei sozusagen. Und ja, da hatte ich doch tatsächlich auch Hoffnung, dass er hier weiterhin eine gute Entwicklung zeigen wird. Wir waren sehr gespannt, wie er sich mit das Koi-Futter verträgt. Vor allen Dingen, wie das auf die Rotentwicklung sich auswirkt und natürlich auch auf die Länge und auf das Volumen. Und als wir den Koi dann im Dezember angelegt hatten, ein kleiner Schreck. Er hatte 55 cm. Und ich habe mir durch meinen Bekannten bestätigen lassen, dass dieser Kohaku so gierig ist wie ein Karashi. Und da ist natürlich kein Wunder, dass er auch ordentlich, ordentlich zugelegt hat. Längenwachstum ist natürlich enorm für seinen Nissei. Und ja, er hat auch ordentlich gutes Volumen aufgebaut. Wirkt aus meiner Sicht auf keinen Fall fett, sondern sehr, sehr kräftig. Diese typische Dainichi Muscle Koi Körperform, würde ich mal sagen. Und auch im März 2020 sah das nicht viel anders aus. Er hat nochmal ordentlich zugelegt, und ihr müsst mal berücksichtigen,
Wenn Koi älter werden und größer werden, bauen sie natürlich automatisch auch Volumen auf. Und letzten Endes verlangsamt sich das Längenwachstum mit dem Alter. Und weil auch natürlich viel in den Body reingeht letzten Endes. Das heißt, mit jedem Zentimeter macht der Koi auch richtig ordentlich Umfang. Und das braucht natürlich auch etliches von dem Futter, was der Koi aufnimmt. Aber er wollte erst nicht so richtig vermessen werden hier im März. Ihr habt es ihm gesehen, drückte sich immer so weg. Doch jetzt haben wir es geschafft und es zeigt sich 58 cm. Eine heftige Entwicklung. Dieser Koi ist jetzt Nissei und hat 58 cm und ich bin echt gespannt, wo das noch hinführen wird. Den werde ich natürlich hier irgendwann dieses Jahr 2020 noch in meinen Teich umsiedeln. Und hier zeigen wir euch noch mal ein paar andere Koi, die es nicht mehr aufs Video geschafft haben. Das Video ist doch recht lang geworden und wir mussten uns hier einfach für ein paar Koi beschränken. Nichtsdestotrotz hoffe ich, war das mal ein interessanter Einblick. Wir versuchen hier, wie gesagt, transparent zu bleiben bei Das Koi-Futter. Wie können sich Koi mit Das Koi-Futter entwickeln? Eventuell habt ihr natürlich Interesse, Das Koi-Futter auch mal zu testen. Ihr findet Das Koi-Futter auf der Webseite www.das-koi-futter.de. Dort findet ihr den Shop. Und für alle, die dieses Video geguckt haben, die dabei waren, natürlich vielen Dank. Vielen Dank an alle Abonnenten. Und falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, bitte postet das direkt bei YouTube unter das Video. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, hier gibt es jede Woche ein Video rund um das Thema Koi. Und damit möchte ich mich nun wirklich verabschieden und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Und wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Ciao.